Oh, ich will nicht weiterspielen. Ich habe da eine ganz dunkle Erinnerung. Ich habe es im Schnitt gesehen, weil irgendwie das letzte Mal, als der Server abgestürzt ist und mitten im Schlafzimmer bauen, es könnte unangenehm werden. Ja, das ist ein dreiviertelster Tag, der fehlt. Ja, oder nur. So. Zum Glück. Könnte auch mehr sein. Ja, das stimmt allerdings. Du. Ja. Achso, Schulze wird ja noch ein Server. Da muss er noch die Bits dahin schieben. Ja, schaufel du mal. Schaufel du mal deinen Grab. Bits, schaufel haben wir noch nicht. Für meinen Grab brauchst du einen Bagger, Mann. Wir hatten jetzt mal einen Bagger gefunden gehabt, aber der wollte auch nicht so ganz. Ich erinnere mich dunkel. Aber dann ist ja der Server. So dunkel war es auch, ja. Wir haben auch schon zweimal im Wald genächtigt. Und am Strand. Ja. Auf dem Fluss wäre cool, aber es geht nicht. Kriegst du kein Zelt aufgestellt. Und ist ein bisschen so wappelig, schwappelig. Und die Wasserwellen immer gegen den Kunststoff peitschen. Klingt auch ein bisschen komisch immer. Wieso ist das irgendwie ist du. Warum ist dunkel? Bei mir ist dunkel. Schlafzimmer steht. Ja. Zum Teil. Ich glaube, wir müssen schlafen. Ja, weil du hast vorm Schlafen gespeichert und nach dem Schlafen nicht. Hat geschworen? Nein. Ich habe erstmal einen Ladebalken. So, die Frames schießen erstmal in den Keller. Sind bei 38 also angekommen. Ich muss das Gamma umstellen, wir können nicht schlafen. Du musst es immer noch nicht dein Gamma umstellen, du musst deinen Monitor noch heller machen, Junge. Wie oft nur noch? Gamma machst du ich komplette Farbverfälschung. Ich will doch aber. Alter, was macht denn der hier im Haus? Wieso hab ich denn. Hilfe! Warum höre ich denn dich doppelt? Kann ich dich bitte muten? Danke. Soll ich zu dir kommen oder schaffst du es alleine? So, jetzt durftest du mich nicht mehr doppelt hören. Okay. Also einen habe ich tot. Der hat mir aber hier schon so ziemlich alles geklaut. Den kann man heute übrigens. Oder, Alter, jetzt wollte ich schon. Komm doch nicht hier rein. Ja, dann heute ich den mal. Ich glaube, da hat jemand noch Angst. Mehr. Ja. Einer ist gebrannt. Brandmarkt. Guck mal hier raus im Dunkeln. Ach hier. Das ist noch einer. Oh, ich hab gleich nichts mehr. Okay, das nochmal heuten. Ja, dann. Attacke. Irgendwas wird noch zerlegt. Irgendjemand rennt hier gegen meine Mauer. Warte, ich muss kurz Omi. Tabletten. Und hier hat meinen Arm verloren. Du bist auf der anderen Seite. Ich sehe dich hier irgendwie so halb durchpacken. Irgendwie haben auch gefühlt alle Fallen ausgelöst. Was für eine Horrornacht. Ich glaube, jetzt ist aber clean. Irgendwie kam doch auch ein Update, ne? Ja. Für das. Ich habe auch gar nicht so ganz auf dem. Ach, das ist Kelvin. Auf dem Schirm, was genau da. Ja, ich geh jetzt mal pennen. Wenn ich mir hier oben das Haus so anschaue, dann fehlen hier noch dezent die Räumlichkeiten. Und das halbe Dach fehlt. Und das Bett ist noch nicht umgestellt. Alter, ich finde ja den Weg nicht mehr. Ja, man muss ein bisschen kreativ noch sein. Das wollte ich, habe ich ja eigentlich alles umgebaut, aber irgendjemand hat vergessen, am Tag zu speichern. Da gibt's ja doch schon eine Leiter.
Was für eine Leiter? Schön. Ich würde es dich beeilen, weil ich brauche jemanden als Zudecke. Aber ich muss trotzdem meinen Monitor mal heller stellen hier. Ja, das wolltest du letztes Mal schon machen. So, dann kann ich auch hier erstmal. Unser Fußboden geht da lang. Dann erstmal das hier hinsetzen. Dann kann ich hier das Dach abnehmen. Au. Was mache ich denn, wenn meine Helligkeit schon auf 100% ist? Damit leben? Gamma? Na gut, das Gamma sagst du nicht umstellen, der Monitor. Nee, da machst du ja eine Farbverfälschung. 2.2, 2.4, 2.6, keine Ahnung. Muss ja nur. Also wird es dunkler. Hä? Ja. Oh. So. Wie sieht's denn auf 1? Ich lasse das jetzt trotzdem mal auf 1.8. Ich muss das dann mal in der Nacht sehen. So viel Farbe scheint sich jetzt hier nicht. Es wird aber ein Ticken. Intelligenter Kontrast, was soll nur das schon wieder sein? Alter, ich habe ja noch nie dran rumgestellt. Oh, wenn ich den ausmache. Wird's heller oder was? Ja. Ist jetzt in der Erleuchtung. Das könnte. So, geht das auch wieder weg, das Menü. Okay, das habe ich verstellt. Das habe ich auf 1.8. Was auch immer 1.8. Kapier ich. Ja, ist definitiv heller. Also wie gesagt, weil der Helligkeit ist schon auf 100%. Oh. Farben sehen aber gut aus. Eigentlich sogar noch ein Ticken natürlicher, würde ich jetzt sagen. Hm. Die Sonne wirkt ganz anders. Interesting. Ich bin fasziniert. Brauchen wir noch Holz? Nee, Holz haben wir. Brauchst du viel Holz noch? Muss ich gehen? Alter, oder? Hast du mal da oben hingeguckt? Ich brauch alles. Ich brauch tonnenweise Holz. Also, wie kommen wir zurück ins Haus? Ich habe innen abgeschlossen. Über den Balkon? Jo. Keine Ahnung. Ach, wer braucht schon ein Schlüsselloch? So, ist da was im Kochtopf drin? Oh ja, Fleischbrühe. Ich schau mir jetzt mal einen Schluck Fleischbrühe in den Hals. Alter, ich muss was essen. Ja, ne? Und trinken. Fuck it. Hab ich noch was in der Flasche? Bestimmt. Ja. Ich könnte höchstens gleich nochmal so einen Fleischeintopf aufsetzen. Das kannst du machen. Dann, was mal hier so rein. Und noch ein paar Waschbären finden und dann habe ich die wieder auf den Kochtopf drauf. Hängt nicht noch rohes Fleisch dran oder ist das schon alles fertig? Kannst du so nehmen, wenn es noch roh ist. Ein bisschen Gammelfleisch, mal gucken, ob das auch geht. Ich freue mich immer auf deine Kochkünste. Nee, Gammelfleisch geht nicht.
Hubi, Schraubi. Aber vielleicht könnte ich ein paar Fische reinsetzen. Fallen lassen. Hub, Schraub, 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 Schraub. Aber noch nicht rausgefunden, was der tut oder nicht tut, warum der überhaupt jetzt da ist. Weil das kann. Da hovert über dich. Wir haben ja auch schon versucht, ihn anzuschießen, aber da macht er auch keine Reaktion drauf. Ja, das ist genau über mir. Gucken, also auf dessen Rätselslösung. Also hast du noch eine Miesmuschel? Dann könnte ich einen Kevin Spezial kochen. Nee, ich habe nur eine verdorbene Auster. Nicht noch eine in der Ledertasche hängen? So, ich kann meine Taschen mal noch. Ich habe noch zwei Beutel, drei Beutel. Nee, da war noch ein bisschen Kraut. Sag ich da gleich, ich öffne mal die Taschen. Nee, habe ich keinen. Okay, dann geht's nicht mit den Fischen. Nö. Nee. Aber jede Menge Dings gab's. Medpillen. Haben wir eigentlich ein zweites oder ein drittes Trocknungsgerät eigentlich aufgebaut? Ja, du kannst ja Kelvin, wenn der jetzt nichts anderes macht, der kann ja Fische holen. Für den Winter. Dass wir über den Winter kommen. Ich glaube, Kelvin, ich weiß gar nicht, wo er ist. Dann soll er doch eh erstmal hier das Haus instand halten. Das hat auch bisher mal ganz gut funktioniert, dass er selbst Holz sammelt und so ein Zeug. Das kann er machen. Aber nee, es ging weiß ja nicht, wo er ist. Also vor uns in der Nacht war er hinter der Treppe gebackt. Aber, also wenn du hochgehst. Ich hänge erstmal noch ein paar Fische auf. Okay, es waren nur 5 Fische in der Falle. Naja, ist doch gut. Es ging ja nur, dass wir das noch haben für den Winter, weil es da keine Fische gibt und naja, etc. Dass wir da halbwegs über die Jahreszeit kommen. Irgendwas macht draußen über der Flap, 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 Flap. Ist es vielleicht ein WXer? Schade. Waschbären haben wir überlebt. Kacke. Was willst denn du? Alter, was denn? Eichhörnchen. Was hast du gegen Eichhörnchen? Ach, die Hase war das. Hä? Toll. Jetzt kann ich schon wieder eine von den Met. Pillen, die ich gerade gefunden habe in der Tasche, kann ich jetzt schon wieder reinholen. Ach so. Hier kam auf einmal also so ein großer an, mit goldener Maske hier. So ein. Hat mir natürlich schon wieder hier. Könnte natürlich auch bei dir oben noch ein paar Fallen hinbauen, ne? Naja, hier oben ist halt. Da muss man sich sicher sein, dass die nicht wieder sinnlos auslösen, ne? Weil hier oben ist sowieso. Wo ich könnte so ein bisschen in. Ich könnte welche bauen an der Hütte, theoretisch. Also beim Aufgang. Ja. So, müsste doch mit zweimal Fleisch müsste doch reichen, oder? So. Also, Essen ist am Kochen. Perfekt. Du hast eine Falle gebaut? Gucken, ob ich hier noch eine baue.
hast hier oben, die können halt in dem Wald ja aus jeder Richtung kommen. Das ist eigentlich schwierig zu sagen, wo baust du hier eine Falle hin, wo nicht. Yep. Achso, Telefon lass es stellen. Das ist eine gute Maßnahme. Kann man machen? Manchmal. Mach doch deine Gutste, die ihr Telefon nur lautlos hat. Nee, das bin ich. Nee. Sind jetzt hier die ganzen... Gerade eben lagen hier noch überall Stöcker rum, jetzt sind keine mehr da, oder was? Es ist doch nicht wahr. Essen ist fertig. Ja, ruhig mit dann zum Abend. Ich hatte mir erstmal sonst was reingezogen. Ich habe übrigens Kevin noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ach, hier unten ist er ja. Basis erhalten. Achso, er macht es noch Basis erhalten. Ah ja, hat gerade einen Hammer in der Hand und haut hier unten auf den Balken drauf. Perfekt. Also Amrod ist fertig, ne? Du, ich habe, wie gesagt, ich habe erstmal noch... so ein Energy eingezogen, so ein Schokoriegel. Mm. Aber du hast eine Trinkflasche. Aber ich muss meine Trinkflasche wieder auffüllen am... Ja, Schildkrötenpanzer sind da. Die sind gut gefüllt. Hast du mitgekriegt, sein Goku hat auch ein Update, er hat das große Update jetzt gekriegt. Ja, ich hab's nur gesehen gehabt, ja. Mitsumi, Mitsuki oder irgend sowas. Mitsuki. Würde aber bedeuten, also drei Möglichkeiten gibt's. Weiterspielen und mit vermutlich heftigen Bugs leben, so wie sie es geschrieben haben. Neu anfangen, um diese Bugs zu verhindern, weil halt der Speicherstand inkompatibel ist. Okay. Oder aber irgendwie über irgendeinen Konsolenbefehl das Update temporär auszusetzen. Bis es gefixt haben, oder was? Nee, das... Das neue, mit dem neuen Update ist dein alter Speicherstand inkompatibel. Das wird sich auch nicht ändern. Oh, okay. Also die empfehlen halt, neu anzufangen. Ja gut, das ist natürlich... Du kannst zwar weiterspielen, also mit deinem alten, du kannst den laden, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, so war es zumindest geschrieben, triffst du auf kleinere und größere Unannehmlichkeiten. Hm. Weil halt wohl tiefgreifend was verändert wurde. Was? Schön. Why you laughing? Wenn man zu faul ist, Holzstämme passend zu stapeln, baut man einfach ein zweites großes Lager daneben. Ach, das funktioniert, sagst du? Ja. Sogar recht gut. Oh, mein Kochbuff ist abgelaufen. Ich hab noch vom Schokoriegel und vom Energy. So, wird der Solarplatte damit angesteckt? Au.
Also bis hierhin ist das Spiel schon mal gespeichert. Das habe ich nämlich gerade nochmal getan. Perfekt. Also beide Holzlager sind voll. Okay. Ja, ich muss. Hab eh nicht mehr viele Stämme. Müsste jetzt wieder neue fällen. Aber du brauchst noch Holz, sagst du. Ich brauche immer Holz. Ich wollte eigentlich schon immer hier oben den Wald mal abholzen. Warum liegt eigentlich im Haus ein Eichhörnchen? Keine Ahnung. Haben wir das vielleicht vor uns Auto aus Versehen mit in der Nacht vielleicht? Dass es irgendwie ein Weg gelaufen ist, so unglücklicherweise? Alter, jetzt hab ich mich erschrocken. Ich schenk's halt auf, ne? Naja. Hast du dir Fische mit hochgenommen? Nee. Dann hat sich Calvin zwei Fische gesnackt. Oder mehr. Bei mir hier oben ist was respawned, aber nur ein Teil. Oder hatte ich das noch nie mitgenommen? Weil hier steht ja hier oben, wo ich quasi das Lager und mein Baumlager habe, steht ja der eine komische zugewachsene Hubschrauber. Und da war jetzt ein Seil und Munition nachgespawnt. Einmal. Es kann sein, dass das gespawnt ist, weil wir ja lange nicht da waren. Aber halt wirklich nur ein Teil. Also, ne? Die Kisten waren auf. Vielleicht habe ich es nicht mitgenommen gehabt. Waren wir hier bei mir in der Höhle schon? Klar waren wir in einer Höhle von dir drin. Logisch. Was? Nee, hier ist eine Höhle. Aber waren wir hier schon? Die ist so nichtssagend. Du sollst Bäume fällen und nicht Höhle-Expeditionen starten. Und das ist von der Arbeitsverweigerung. Loot? Blut für den Blutgott, ja, das kannst du später spielen. Oder ist das hier überhaupt eine Höhle? Ich hab doch keine Ahnung. Oh, wie war das jetzt mit dieser... Achso, in der Mitte drauf drücken. Das ist alles so unscharf hier. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt, aber das konnte ich bei mir auch nicht verifizieren. Was? Oder auf was von FSR-Modus spielst du denn? Ultra-Performance oder was? Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich doch auf Qualität eingestellt. Ach nee, ausgewogen. Und selbst das müsste eigentlich noch passen. Quality, also FSR 3.0. Blumen soll eigentlich mit Quality funktionieren. Bewegungsunschärfe ist aus. Nee, weil da ist zumindest, wenn ich bei mir die Uhrzeit aufrufe, die ist erkennbar sauber. Nee, bei mir ist komplett unscharf. Ja. Ich mach mal kurz einen Gegenvergleich mit dem Stream gucken. Ich hab's noch ein bisschen nebenbei offen. Bäh. Hoch. Ja, aber halt. Bleib mal stehen. Ich bleib auch stehen. Tag 20. Ja, okay, nee, bei dir ist es definitiv. Ich weiß auch nicht, ob bei mir FSR an ist oder aus ist, weil irgendwie merke ich davon gar nichts. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mal. Aber es FSR sollte eigentlich. Ach, ja, 3-0 3, Ultra. 3-0 oder 1-0? Mhm. 3-0. Nee, ich meine, es gibt nur 1-0 oder 3-0. Ja, das 3-0 ist eigentlich nur ein 2-0. Es ist definitiv FSR.
Okay. Mache ich es aus, ist sofort wieder alles, also das Navi komplett. Okay, na dann ist es bei sauber. Mir nicht aktivierbar, warum auch immer. Oder geht's bei mir nicht? Gucke ich hier nochmal. Ich kann ja gucken, dass ich es mal auf 1-0 mache. Oh, 1-0 ist ja noch unschärfer, da geht gar nichts mehr. Okay. Wow. 3-0 Qualität. Schreiß mal das Bett ab, ne? Viel Spaß. Du könntest ja dann, wenn ich dir Bescheid gebe, nochmal auf Speichern drücken. Kann ich, achso. Ach, leck mich doch. Okay. Tschüss, Bett. Es ist keine Höhle. Sondern? Ich habe da was gefunden. Moment, ich muss es nur. Spiel einfach weiter. Ignoriere mich. Okay. Ich bin sowieso wieder blind wie so ein Maulwurf. Ich habe das Bett neu hingezimmert. Kannst du da mal bei Gelegenheit auf Speichern drücken? Bei Gelegenheit tue ich das. So.